Heute übst du Wörter und Phrasen, die du brauchst, um dich in einer neuen Schule zu orientieren. Today you'll practice the words and phrases needed to find your way around a new school. Um dies zu machen, begleitest du Lingo Ninja auf eine Mission. To do this, you'll join Lingo Ninja on a mission. Hallo, ich bin Lingo Ninja. Hier ist die Mission. Here is the mission. Lingo Ninjas Austauschprogramm nach Berlin beginnt heute. Lingo Ninjas German Exchange Program is starting today. Seine Gastschwester Lena ist da und hilft ihm am ersten Tag. Aber es gibt ein Problem. Lingo weiß nicht, was er für seine Klassen braucht. His host sister Lena is there and helps him with the first day at school. But there is a problem. Lingo Ninja doesn't know what he needs for his classes. Ihr müsst eure neuen Klassenkameraden und Lehrer kennenlernen. Herausfinden, was ihr für die Schule braucht und Pläne für die Zeit nach der Schule machen. You must meet your new classmates and teacher and find out what you need for school, as well as make plans for after school. Nach der Schule müsst ihr diese Materialien besorgen und eure Hobbys mit Lena besprechen. Ihr müsst euch eine außerschulische Aktivität finden. After school, you will have to source these materials and discuss your after-school activities with Lena. You must also find a new after-school activity to participate in. Sprecht über die Unterrichtsfächer, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und was ihr kaufen müsst. Discuss subjects, likes and dislikes and what you need. 2. Besorgt euch die Materialien in verschiedenen Läden. Source your materials from the various stores. 3. Sprecht über eure Hobbys und was ihr nach der Schule an Aktivitäten unternehmen könnt. Talk about your after-school activities and find a new after-school activity. Before you begin, check your mission in English. Lena brings Lingo Ninja into the classroom and is introduced by the teacher. Listen and read. Guten Morgen, Lingo Ninja. Guten Morgen, Frau Beisiegel. Guten Morgen, Schülerinnen und Schüler. Das ist Lingo Ninja aus Ebernburg. Er ist 13 Jahre alt und ist hier zum Schüleraustausch bei Lena. Er bleibt 3 Monate bei uns in der Klasse. Willkommen, Lingo Ninja. Guten Morgen. Welches Fach haben wir jetzt? Jetzt haben wir Erdkunde. Magst du Erdkunde? Ich finde das interessant, ja. Ich mag Erdkunde nicht. Ich mag Mathe und Biologie. So, und jetzt nehmt bitte euren Atlas, das Heft, das Lineal und die Buntstifte heraus. Wir zeichnen eine Karte. Oh nein! Ich habe keinen Atlas, kein Lineal, kein Heft und keine Buntstifte. Ich gebe dir etwas Papier, aber später besorgen wir den Rest, ja? Danke. Guten Morgen, Klasse. Ich heiße Herr Klasen. Hallo, du bist neu. Woher kommst du? Ich komme aus Ebernburg. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Warum machst du Austausch? Ich möchte eine große Stadt und allgemein neue Leute kennenlernen. Sehr schön. Willkommen. Heute malen wir. Dafür brauchen wir unsere Zeichenblöcke.
den 2B-Bleistift, die Wasserfarben und unsere Pinsel. Oh Mann! Ich habe weder einen Zeichenblock noch einen 2B-Bleistift. Nur einen HB und keine Wasserfarben oder Pinsel. Ich helfe dir. Ich sehe, du brauchst noch Materialien. Ja, Entschuldigung, Herr Klaassen. Lena und ich machen das heute Nachmittag. Das ist gut. Now you'll do a multiple choice activity to test your comprehension. Lingo Ninja has finished his first day at school and he has many items to purchase. He makes a list with Lena. Listen and read. Was für ein Tag! Ich brauche den Atlas, das Heft, das Lineal, die Buntstifte, auch einen Zeichenblock, den 2B-Bleistift, die Wasserfarben und den Pinsel. Und dann den Taschenrechner und das Matheheft, das Wörterbuch und das Vokabelheft für Englisch, ein iPad und ein Kursbuch für Informatik. Und für Sport brauche ich Turnschuhe, Shorts und ein Sporthemd. Also, das schaffen wir alles. In Schreibwarenladen kaufen wir das Heft, das Lineal, die Packung Buntstifte, den Zeichenblock, den 2B-Bleistift, die Pinsel, die Wasserfarben, das Matheheft, den Taschenrechner und das Vokabelheft für Englisch. Im Buchladen kaufen wir den Atlas, das Informatikkursbuch, das Wörterbuch und das iPad. Und im Sportgeschäft kaufen wir das Sporthemd, die Shorts und die Turnschuhe. Okay? Now you'll do a true-false activity to check your grammar and comprehension. Lingo Ninja and Lena need to go shopping for various school materials. Listen and read. Guten Tag. Ich brauche für die Schule einige Materialien. Ich kann dir helfen. Was brauchst du? Ich brauche ein Heft, ein Lineal, eine Packung Buntstifte, einen Zeichenblock, einen 2B-Bleistift, Pinsel, Wasserfarben, ein Matheheft, einen Taschenrechner, ein Vokabelheft. Sehr gut. Das haben wir alles. Du brauchst aber viel. Ja, was kostet alles? Das macht zusammen 83,37 Euro, bitte. Hier, bitte, 100 Euro. Und 16,63 Euro zurück. Guten Tag. Ich brauche für die Schule ein paar Textbücher und ein iPad. Sehr gerne. Welche Textbücher brauchst du denn? Ich brauche einen Atlas, ein Informatikkursbuch, ein Wörterbuch und ein iPad. In welcher Klasse bist du? Gymnasium, Klasse 8. In Ordnung. Hier ist der Atlas und das Informatikkursbuch 1. Wörterbuch für Englisch? Ja, Englisch, bitte. Welches iPad brauchst du? Das iPad ist für Informatik, zum Coding. Dann schlage ich das neue iPad vor, 128 GB. Was kostet das?
449 Euro. Puh, brauche ich das wirklich, Lena? Nein, mein Papa hat ein altes iPad. Du kannst das haben. Danke. Nur die drei Bücher, bitte. In Ordnung. Das macht 45 Euro, bitte. Ja, das ist okay. Hier, bitte, 50 Euro. Danke und 5 Euro zurück. Now you'll complete a missing word activity to practice the nominative and accusative case. Lingo Ninja and Lena need to go to the sports goods store to get Lingo some items for his sports lessons. Listen and read. Guten Tag. Ich brauche Kleidung für den Sportunterricht. Ja, gerne. Was brauchst du denn? Ich brauche ein Sporthemd, Shorts und Turnschuhe. Welche Größe bitte? Ich glaube, mittelgroß, bitte. Nein, du bist nicht so klein. Groß, denke ich. In Ordnung. Hier ein weißes Sporthemd und blaue Shorts. Danke. Die sehen super aus. Ich brauche auch Schuhe. Größe 42. Ja, für welchen Sport? Wir machen das ganze Jahr Sport. Also Turnhalle und Sportplatz. Ja, probier diese mal. Danke. Die passen. Und ich mag sie. Wie viel kostet das alles? Einen Moment. Das kostet alles zusammen 139 Euro, bitte. Hier sind 140 Euro. Danke. 1 Euro zurück. Danke, Lena. Ich kaufe dir ein Eis. Das wird aber ein kleines Eis. Now you will complete a true-false activity to test your comprehension. After the shopping, Lingo Ninja and Lena walk home, talking about their after-school activities. Listen and read. Puh, das war teuer. Ja, aber du brauchst die Sachen für die Schule. Stimmt. Hey, Lena, ist das das Sportzentrum? Ja, wir spielen immer Handball hier. Man kann da auch Tennis, Fußball und Basketball spielen. Cool! Hey, hast du heute Handballtraining? Nein, heute nicht. Morgen. Du machst viel Sport. Hast du auch andere Hobbys? Also, das ist kein Hobby, aber ich Snapchatte oft mit Freunden. Das ist cool. Und ich sehe gerne Filme auf meinem iPad. Oder ich lese. Das mag ich auch. Echt cool. Ich bin nicht auf Snapchat. Es ist super. Wie SMS, nur mit Fotos. Hier, ich helfe dir. Danke. So, jetzt hast du Snapchat. Und wir sind Freunde. Schick mir doch ein Snapchat, wenn du zum Handballtraining gehst. Okay. Ich mag Sport. Ich möchte auch eine neue Sportart ausprobieren. Now you'll complete a missing word activity to test your comprehension. Lingo Ninja is looking for a new after-school activity. Outside the sports center, he and Lena talk about what sport Lingo Ninja would like to participate in. Listen and read.
Du möchtest auch Sport treiben, nicht wahr? Ja, ich möchte Basketball spielen. In der Top-Mannschaft. Lukas spielt in der A-Liga. Er trainiert hier heute Abend. Hey Lingo und Lena. Lukas, super, du bist hier. Lingo möchte Basketball spielen. In deinem Team. In der A-Liga kannst du Basketball spielen. Basketball, ich liebe das. Ich spiele in Ebernburg in der Top-Liga. Kann ich mitspielen? Heute nicht. Aber wir haben auch am Donnerstag Training. Möchtest du mitkommen? Lena, ist das okay? Ja, klar. Cool. Ich organisiere das heute Abend mit dem Trainer. Super, danke. Was brauche ich? Du brauchst deine Sportkleidung, Schuhe, Sporthemd und Sportshorts. Das habe ich. Perfekt. Bis bald. Ich schicke dir eine Nachricht, okay? Ja, danke. Du magst Sport, oder? Ja, ich liebe Sport. Genau wie du. Now you will complete a multiple choice exercise to test your comprehension. Lingo had a great first day. First he survived his classes, then he went shopping, and he even found a basketball team to play in. Meine Mission ist komplett. Jetzt bist du dran. Now you'll use the words and phrases you've learned to talk about school subjects, what you like and dislike, school stationery and materials, buying items, and what you like to do after school.